Hallo Leute, hier ist Alpi. Neuer Tag, neues Match. Ich zeige euch ein 2 gegen 2 auf Kurobe-Schlucht. Hab mal wieder ein Match gemacht zusammen mit meinem alten Clan-Kumpel, mit Yoshisune. Unser Gegner Jarben vom Clan Gerudo, ziemlich guter Spieler. Und der spielt hier mit einem Spieler namens Settings, von dem ich noch nie was gehört habe. Ja. Kurobe-Schlucht ist eine ziemlich witzige Map, wie ich finde. Habe ich auch schon erklärt. Also das ist diese Map mit dieser Senke in der Mitte. So ein bisschen Fluss hier. Wir haben hier ein Schwert-Dojo. Ganz wichtig. Dann haben wir das Bauernhaus. Und wir haben die Werkstatt. Also eigentlich zwei wichtige Dojos. Die Werkstatt und das Schwert-Dojo. Der Rest, respektive das Bauernhaus, nicht ganz so wichtig. Ist eine 10.000 Koku-Schlacht. Ihr fragt euch vielleicht, wieso ist das eine 10.000 Koku-Schlacht? Und ihr fragt euch vor allem, wieso um alles in der Welt hat Alpi einen Level 3 General? Ja, ich kann es euch sagen. Ich mache jetzt doch auf Prestige Gold. Das heißt, ich habe meinen Avatar von Silber aufgewertet. Also von Level 10 Silber aufgewertet. Und fange jetzt wieder mehr oder weniger von vorne an. Viele von euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, hey, wieso macht Alpi das? Der hat doch immer gesagt, dass das sinnlos sei. Ich finde es immer noch sinnlos, diese ganze Prestige-Avatar-Hochpusherei. Aber mir ist schlicht und ergreifend ein bisschen langweilig geworden in Shogun, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja, hatte ein bisschen Motivationsprobleme und wollte eine neue Herausforderung. Ja, und deshalb habe ich jetzt angefangen und mache auf Gold. Bisher läuft es ganz gut. Die ganzen 5000 Koku-Schlachten, die erspare ich euch jetzt, die werde ich nicht casten. Sind auch eher langweilig. Ich habe die meisten gewonnen. Ich glaube, ich habe alle gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Doch, habe alle gewonnen. Und jetzt ist wieder 10.000 Koku dran und da ist auch wieder ein bisschen mehr Herausforderung. Und ich zeige euch gleich mal mein Setup. Ich habe ziemliches Rush-Setup eigentlich. Naginata Samurai, zwei Stück in der Front. Dann haben wir Nodachis, die sind nicht gelevelt. Nochmal eine Einheit Nodachi. Und noch eine Einheit Nodachi und eine Einheit Katana Samurai. Dann haben wir hier Naginata-Begleiter, noch mehr Naginata-Begleiter, Naginata-Begleiter. Eine Kavallerie der Naginata-Kriegermönche auf Level 3. Dann nochmal Naginata-Kriegermönche Level 3 und eine Yari-Kavallerie auf Level 6. Das ist eine starke Einheit. Gut. Also ich habe einen ziemlichen Rush-Build auf dieser Map sicherlich zu empfehlen. Mein Spielpartner Yoshisune, mein Clan-Kumpel, endlich habe ich mal wieder einen Clan-Match gemacht. Ist lange her. Was hat er? Er hat hier Naginata-Samurai, Level 6, bisschen Naginata-Begleiter. Dann hat er hier Naginata-Kriegermönche, auch Level 6. Was ist das hier? Naginata-Kriegermönche, Level 4. Dann hat er noch kugelsichere Samurai. Starke Einheit, hochgeskillt. Naginata-Begleiter, er hat eine Lundenschloss-Einheit. Jo, sein General, er ist glaube ich Level 6 Silber, ja, das ist er. Dann Kavallerie, Yari-Kavallerie, Level 1. Dann hat er hier eine Feuerkavallerie, das ist eine ziemlich heftige Einheit. Und Kavallerie der Naginata-Kriegermönche. Hier hinten noch eine Naginata-Begleiter-Einheit, um das Dojo zu holen. Lass mal langsam vorspulen. Unsere Gegner, fang mal bei dem stärkeren Spieler an, bei dem Gerudo-Spieler, bei Jarben. Naginata-Begleiter, er hat Lundenschlosskriegermönche. Dann noch mehr Naginata-Begleiter, Long Yari Ashigaru, häufig verwendete Einheit. Daikyu-Samurai mit 200er Reichweite, dann hat er hier Nodachis. Zwei Nodachis, ziemlich stark mit 22 Nahkampfangriff. Naginata-Kriegermönche an der Flanke, Level 5. Und hier drüben nochmal Naginata-Kriegermönche, ebenfalls Level 5. Ja, ein bisschen Naginata-Begleiter, um seinen General zu schützen. Sein Spielpartner, der heißt Settings, das ist ein Spieler, der ziemlich viel Basiseinheiten hat. Hier hat er Katana-Kavallerie, leichte Kavallerie, Yari Ashigaru, 1, 2, Bogen-Kriegermönche. Bogen-Kriegermönche, zwei Einheiten. Nodachis, sein General, das ist ein Level 4 oder 5, glaube ich, hat aber nur 3 Punkte vergeben. Nodachis, also ihr seht, er hat eigentlich nur sehr wenige Upgrades. Yari-Kavallerie und Yari-Kavallerie.
Die beiden sind ein bisschen ein spezielles Paar. Wir haben, Yoshisun und ich haben gegen die zuvor schon mal gespielt und sind denen ein bisschen reingelaufen. Also wir haben gegen sie verloren. Zwar knapp, aber wir haben verloren. Und die beiden haben eine interessante Taktik. Er hier hat wirklich die starke Armee mit den vielen, vielen Veteranen. Und er hat so ein bisschen die Blocker-Armee. Er hat die Meat Shield-Armee. Also er hat viele Billigtruppen. Und so ergänzen sich die beiden eigentlich. Naja, gut. Also, Yoshisune und ich, in diesem Match haben wir früher oder später dann geschnallt, dass es vielleicht von Vorteil wäre, wenn man erstmal ihn hier ausschaltet, weil er hat definitiv die schwächeren Einheiten. Ja? Also mit diesen, ich sage jetzt mal, Billigtruppen, die er hier hat, ist er der verletzlichere von beiden Spielern. Und das ist ganz wichtig. Also im 2 gegen 2 muss man sich die Spieler ziemlich genau anschauen und dann muss man eigentlich entscheiden, was man macht. Und wir haben ja zusammen eine überlegene Kavallerie, Stärke. Hier. Sie haben eine überlegene Fernkampfkomponente und wir haben die bessere Kavallerie und wir haben auch die bessere Infanterie. So war eigentlich das Ziel jetzt, dass ich mit meiner Kavallerie auf seinen Flügel rübergehe. Ja, und dann versuchen, ihn hier aufzurollen und am Schluss eigentlich den stärkeren Spieler von beiden, den Jarben, hier in die Zange zu nehmen. Ich habe mich dann erstmal hier postiert, beim Dojo, habe das Dojo geholt, Schwert-Dojo, ganz, ganz wichtig. Auch meine Billigtruppen so ein bisschen abgespalten vom Rest der Armee, die werde ich dann später nach vorne schicken. Ja. Gut, ganz wichtig hier auch, dieser Hügel verhindert nämlich, dass Luntenschlösser schießen können. Deshalb habe ich meine Armee hier gelassen. Wenn ich drüber gelaufen wäre, wäre ich in sein Feuer gelaufen. Das wäre gar nicht gut gewesen. Gut, und hier drüben beginnt jetzt die Action. Ihr seht also, sechs von unseren Kavallerieeinheiten, von unseren überlegenen Kavallerieeinheiten, gehen auf die Flanke. Hier beginnt das Bogenfeuer. Er muss ein bisschen einstecken, der Yoshisune. Aber das ist eigentlich auch gewollt. Das war eine gute Taktik hier. Wir haben das dann auch beide gemerkt. Weil, seht euch das mal an. Ich meine, er hat praktisch Kavallerie, die nicht hochgelevelt ist. Er greift mich jetzt hier an. Aber mit dieser schwachen Kavallerie, ja, wird das schwierig. Jetzt kommt bei mir der Gegencharge. Bam. Auch Yoshisune setzt hier zum Angriff auf die Kavallerie ein. Ziel also wirklich hier aufräumen auf dieser Seite. Und das ist vielleicht mal wieder etwas, was beim 2 gegen 2 ganz, ganz wichtig ist. Man muss zusammenspielen. Es kann nicht jeder für sich irgendwas zusammen zocken, sondern man muss gemeinsam spielen. Und das haben wir hier schon mal sehr, sehr gut gemacht. Also ich warte hier hinten. Und er greift jetzt an. Mit der Kavallerie haben wir aufgeräumt. Also der Settings hat keine Kavallerie mehr in diesem Moment. Und Yoshisune macht das sehr gut. Er greift jetzt hier an. Und ich halte zurück, weil das Ziel ist wirklich, erstmal ihn hier ausschalten. Und wenn wir ihn ausgenockt haben, dann kommt er hier dran. So, ich kann meine Kavallerie in den Rücken bringen. Yoshisune kann sie auch in den Rücken bringen. Er hier macht jetzt zusätzlich noch den Fehler, dass er einen General hier nach hinten bringt. Und jetzt kommt natürlich der Charge in den Rücken. Ja. Und ihr werdet sehen, was das auslöst, obwohl er hier auch Yari Ashigaru-Einheiten hat, bricht sofort die Moral praktisch von der ganzen Armee. Ihr seht's, ne? Die ganze Armee flieht. Und wir räumen hier auf. Also die Taktik geht wunderbar auf. Yarben muss seinem Mitspieler zu Hilfe eilen. Dünnt auf diese Art und Weise seine eigenen Linien aus. Ja, und in dem Moment, wo er das macht, greife ich ihn an, ne? Ihr habt's gesehen. Ich rücke vor. Hier hinten ist eigentlich nur noch aufräumen jetzt. Ne? Also er hier, der Settings, der ist weg. Und jetzt komme ich. Ne? Also während hier hinten aufgeräumt wird, attackiere ich ihn mit seinem doch jetzt ziemlich geschwächten Setup. Er hat zwar noch Daikyu Samurai, er hat noch Lumpenschloss Kriegermönche, aber das nützt ihm nicht mehr wahnsinnig viel, weil, naja. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Sein Naginata Kriegermönch, jetzt kommen meine Nodachis in den Nahkampf. Banzai. Hab noch Naginatas. Hier noch eine Einheit Nodachis in der Hinterhand. Und ihr seht, hier hinten haben wir komplett aufgeräumt. Und jetzt walzt sich diese ganze Kavalleriemasse, walzt sich in den Rücken. Und das Einzige, was ich hier eigentlich machen muss, also ich kann mich, im Prinzip kann ich mich hier, ich kann mich hier völlig dem entsagen. Ich muss überhaupt nichts mehr machen. Alles, was ich machen muss, ist halten. Ich muss die Linie halten. Ja? Weil er hier hat keine Chance. Er wird jetzt von hinten aufgerollt.
Eine Yari-Kavallerie charged in die Daikyus rein und in die Lundenschloss-Kriegermönche. Yoshisune rollt hier die Flanke von links auf. Er bringt hier jetzt noch eine Einheit leichte Kavallerie, aber gegen Naginata Samurai ist das ein ziemlich hilfloses Unterfangen. Settings ist weg, Yoshisune geht sogar noch in Stand-and-Fight hier. Wäre gar nicht unbedingt nötig gewesen. Ja, und jetzt ist auch der Rücken weg und unsere Kavallerie charged jetzt hier mitten rein ins Gewühl. Und in dem Moment, wo sie das macht, ja, ist das Spiel gewonnen. Ja, GG an unsere Gegner und auch GG an Yoshisune, an meinen Clan-Kollegen. Das war ein gutes Match. War so ein bisschen ein Lehrbeispiel, wie man es eben machen muss, wie man es machen kann. Und zwar gemeinsam mit der Kavallerie einen Gegner zuerst mal aufrollen, den schwächeren Gegner aufrollen. Zuerst die Setups analysieren. Ja. Und dann, wenn man einen Gegner ausgenockt hat, den zweiten aufrollen. War eine schöne Schlacht, finde ich. Sehr gelungen. Der Yoshisune und ich haben uns dann auch ordentlich gefreut. Vor allem, weil wir ja das Match zuvor verloren haben. Das hätte ich euch gerne auch gezeigt. Leider war das Replay da irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe das nicht richtig abgespeichert. Respektive, ich habe es überhaupt nicht gespeichert. Naja, so blöd kann man manchmal sein. Sehen uns noch die Statistik an. Ja, ich habe 952 getötet, Yoshisune hat 1098 getötet und ihr seht jetzt auch, dieser Settings, der hatte praktisch keinen Einfluss auf die Schlacht mit seinen 312 Kills. Und der Yarben, na, also die hatten beide zusammen nicht mal so viele Kills wie ich. Und da sieht man mal, wie effizient es eben ist, wenn man gemeinsam, wenn man zusammenarbeitet in einem Team. Ja, seht euch das mal an, Yari-Kavallerie mit 296 Kills. Ja. Also allein diese Yari-Kavallerie, die hat unglaublich viel Schaden angerichtet und hat nur 7 Mann verloren. Wirklich brutal. Auch die Naginata-Kriegermönchskavallerie war sehr, sehr stark. Yarben, mein Gegenspieler, Naginata-Kriegermönche, doch auch 127 Kills gemacht. Sword in Anus. Naja, nicht ganz jugendfrei hier. Yoshisune, Feuerkavallerie, 198 Kills. Also diese Schlacht, die hat die Kavallerie gewonnen, ganz eindeutig. Und der Settings, naja. Er war wirklich der Schwachpunkt in dieser Schlacht. Ne? Weil einfach mit diesen, mit dieser Vanilla-Armee eigentlich, die er hier ins Feld geführt hat, das ist einfach immer heikel. Ne? Aber, naja. Das funktioniert vielleicht einmal. Wir haben ja auch im ersten Spiel gegen diese beiden verloren, weil wir das nicht geschnallt haben. Aber wenn man, ja, wenn man dann weiß, was auf einen zukommt, dann ist diese Taktik von diesen beiden Jungs so ziemlich sinnlos. Ja, schönes Match. Und ja, bedanke mich bei meinem Spielpartner, bei Yoshisune. Denke, mit ihm werde ich auch noch das eine oder andere 2 gegen 2 spielen. Gibt vielleicht auch mal wieder einen Cast. Und ich sage tschüss, danke. Ja, da sind wir nochmal. Nochmal Alpi. Ich zeige euch noch ein Match. Das habe ich gemacht auf Sakura. Sakura Ridge, das ist eigentlich eine ziemliche Mist-Map, sage ich jetzt mal. Ich meine, die Map, die lässt nicht viel Spielraum. Das ist diese Map mit diesem Höhenrücken in der Mitte, wo eigentlich die meisten einfach raufrushen und dann wird gekloppt oben. Das ist auch die Map, in der viele diese Kavallerie-Rush-Taktiken bringen, wo sie dann leichte Kavallerie vorschicken. Gut. Wieso zeige ich euch dieses Replay? Ich finde, dieses Replay ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn man mal gewisse Spiele von bestimmten Clans ein bisschen kennt, dass man sich auf deren Settings, auf deren Setups einstellen kann. Gut, er hier, der Achilles, ist vom EOS-Clan. Der EOS-Clan, kennt ihr vielleicht den bekanntesten Spieler vom EOS-Clan, das ist der Elezar. Gegen den habe ich auch schon gespielt. Ich habe, glaube ich, sogar schon mal ein Replay von dem gecastet, als ich gegen ihn gespielt habe und verloren habe. Ja, also die Spieler von diesem Clan, die setzen auf Yari Ashigaru Block Armeen. Das heißt, sie setzen auf Armeen, die sehr, sehr stark mit Ashigaru-Einheiten aufgefüllt sind. Teilweise mit Hold Firm, teilweise dann auch ja, sonst wie irgendwie einfach verstärkt. Und ja, er hier hat auch ziemlich viele Ashigaru-Einheiten. Also er hat hier Yari Ashigaru in der Front. Er hat 2 Einheiten Yari Ashigaru, dann hat er Lehnschwert Ashigaru,
noch mehr Lehnschwert Ashigaru, noch mehr Lehnschwert Ashigaru und noch mehr Lehnschwert Ashigaru. Hat zwei Einheiten Katanas in der Hinterhand. Sein General, der heißt Takeda. Und er hat, ja, nochmal eine Einheit Yari Ashigaru. Also, er hat eine relativ große Armee, aber er hat nicht so viel Qualität. Seine Katanas, diese hier hat, ist nicht gelevelt und die hier hat nur Level 1. Das heißt, er hat sein Geld wirklich in die Ashigaru-Einheiten gesteckt. Und das kann eine durchaus effektive Taktik sein. Hier Level 7, die Ashigaru-Einheiten. Ja, das kann schon aufgehen, aber eben nur dann, wenn der Gegner sich auf dieses Spielchen einlässt. Ja, und weil ich gewusst habe, was da auf mich zukommt, weil ich vermutet habe, was auf mich zukommt, habe ich eben mein Setup entsprechend eingerichtet. Ich habe Naginata Cavalry mitgenommen, Level 3, Level 2 Naginata Kriegermönche und Yari Cavalry, auch Level 2. Also natürlich Naginata Kriegermönchskavallerie hier. Also ziemlich starke Kavallerie. Dann habe ich Naginata Samurai Level 4. Naginata Begleiter und Naginata Samurai Level 6. Ich habe eine Einheit Lundenschlösser. Und dann habe ich meine Nodachis. Das ist eine Level 5. Das hier ist eine Level 4. Und nochmal eine Level 4. Ich habe Naginata Begleiter und meinen General. Das heißt, ich habe eigentlich im Vergleich zu ihm habe ich eine Qualitätsarmee. Er hat eine Billigtruppe, sehr, sehr groß. Und ich habe eher eine Qualitätsarmee, aber mit starken Nahkampfeinheiten, also mit den Nodachis, mit Banzai. Und ich habe vor allem die stärkere Kavallerie. Er hat auch Kavallerie, aber eben nicht ganz so stark wie das, was ich hier habe. Ich denke, seine Kavallerie, die ist irgendwo hier hinten, die kommt dann schon noch raus. Ja, nein, hier ist sie. Ich habe hier noch zwei Naginata-Begleitereinheiten, mit denen hole ich das Dojo, das Schwert-Dojo. Und er hat hier Yari-Kavallerie und Yari-Kavallerie. Die sind auf Level 8 und Level 8 geskillt, also doch ziemlich starke Kavallerie. Macht eigentlich auch Sinn hier. Ja, aber eben. Der Vorteil von Sakura Ridge, ich sag mal, wenn diese Map überhaupt einen Vorteil hat, ist, dass das Dojo hier in der Mitte, das blockt eigentlich alles ab. Das heißt, wenn man wirklich eine stärkere Armee hat, ich sag jetzt mal punktuell stärker, oder zumindest stärkere Nahkampfeinheiten hat, dann kann man einen Gegner, der eine größere Armee hat, eigentlich ziemlich gut hier von einer Seite her auseinandernehmen, weil der hat so viele Truppen. Der kann gar nicht alle seine Truppen hier einsetzen. Der ist limitiert. Das heißt, er muss im Prinzip immer tröpfchenweise hier verteidigen. Und das versuche ich mir hier in dieser Schlacht zunutze zu machen. Gut. Also ihr seht's, mein Ziel wirklich, hier attackieren. Die Lumpenschlösser haben schon ein bisschen schießen können. Haben schon ordentlich was angerichtet. Doch schon 25 Kills. Hier habe ich gepennt. Kann ihn aber dann doch binden mit der Kavallerie. Eine Kavallerie kommt weg. So. Und jetzt greift er mich hier an. Erwischt auch noch meinen General. Mein General hat natürlich überhaupt nicht aufgepasst. Hier mein Level 3 General. Naja, was soll's. Gegen eine Level 8 Yari Kavallerieeinheit. Aber das war eigentlich auch egal. Wie ihr später sehen werdet, brauche ich eigentlich meinen General gar nicht in dieser Schlacht. Weil, seht mal, was hier passiert. Hä? Also die Nodachis, die nehmen hier die Katanas von ihm, die nicht geskillt sind, und diese Lehnschwert-Ashigaru-Einheiten, die eine miese Moral haben, total auseinander. Also die haben keine Chance. Ich habe zu dem Zeitpunkt, erst jetzt kommt Banzai, und das ist ganz wichtig, weil jetzt habe ich ihn hier weggedrückt. Ja, hier hinten, da prügelt er mir ein bisschen auf meinen General ein. Ich decke hier ab mit den Naginatas. Und ihr seht, wieder wavert hier was. Lehnschwert-Ashigaru wavern. Und erst jetzt kommt er mit seinem General und bringt den in Stand and Fight. Aber da sind meine Nodachis bereits bei seinem General. Hab noch eine Kavallerieeinheit. Hab hier gewonnen mit der Kavallerie. Ich glaube, mein General hat die zu dem Zeitpunkt sogar schon verloren. Ja, der war weg. Aber völlig egal. Hier kann ich blocken. Da kommt er nicht durch mit den Katana Samurai. Die haben zu wenig Power, um gegen die hochgeskillten Naginata Samurai anzukommen. Ja, und ihr seht's, seine Billigeinheiten, die wavern und wavern und wavern. Gleichzeitig kann ich jetzt hier mit meiner Kavallerie auch noch in seinen Rücken reindrücken. Ja, und da ist die Schlacht gewonnen. Also sogar ohne General hier gewonnen. Und auch das wieder, finde ich, war ein schönes Beispiel. Also auf dieser Map,
auf so einer Chokepoint-Map, wo man nicht auf alle Seiten aufpassen muss, da ist es eben dann doch, finde ich, lohnt es sich gegen einen Spieler, von dem man weiß, dass er eben Billigtruppen mitnimmt, also diese Ashigaru-Spam-Armee mitbringt. Gegen den können sich dann eben diese starken Nodachi-Core-Armeen durchaus lohnen. Weil, ja, wenn man eine solche Armee nur von einer Seite her angreift, dann ist sie eben chancenlos. Und das ist hier passiert, ihr seht es an den Kills. Also ich habe 1113 von ihm getötet und er nur 511 von meinen. Statistik, Naginata Samurai. Also meine Level 4 Naginata Samurai haben 193 Kills gemacht, die Nodachis 181. Ebenfalls die Level 6 Naginata Samurai Einheit 181 Kills und die Banzai Ikonoklasten, die Nodachi Samurai mit 168 Kills. Also ihr seht, meine Elite-Infanterie, die hat hier aufgeräumt. Hm? Eben weil sie alle konzentriert auf eine Seite attackieren konnten, weil sie nicht gegen einen Bulk anrennen mussten, sondern weil sie schön von der Flanke her durchdrücken konnten. Ja, und bei ihm, er hat eine Yari-Kavallerie auf über 100 Kills gebracht. Ja, und sonst hat es eigentlich nicht wahnsinnig viel bei ihm eingeschenkt. Also eine Lehnschwert-Ashigaru-Einheit mit 68 Kills, auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ja, und da hat er wirklich Einheiten, die haben ihm überhaupt nichts gebracht. Ich meine, zwei Yari-Ashigaru-Einheiten mit 15 Kills zusammen. Das ist nichts. Ja. Gut, schöne Schlachten, wie ich finde. Ja, ich mache dann mal weiter bei meinem Avatar Gold. Zeige noch kurz, wie der jetzt aussieht. Nur damit ihr nicht denkt, dass ich irgendwie bescheiße oder so. Also ihr seht, Alpi ist jetzt Level 4 Gold. Ja, und so sieht mein Avatar aus. Ich habe... ich habe jetzt doch mittlerweile drei Gefolgeslots. Zum Zeitpunkt der Schlachten hatte ich erst zwei. Ja, und werde jetzt mal ein bisschen fröhlich weiter hochskillen, damit ich dann auch so einen schönen 10-Sterne-Gold-General habe. Mach's auch ein bisschen deshalb, weil ich, seit ich auf Gold-Prestige mache, wieder zufällige Gefechtsbelohnungen bekomme. Vorhin habe ich ja wirklich praktisch gar nichts mehr gekriegt. Und seit ich wieder die Karte wieder von neuem erobere hier, kriege ich auch wieder Rüstungsteile. Zwar nach wie vor nicht die Rüstungsteile, die ich gerne hätte, aber ich kriege immerhin wieder welche. Ja, und das ist es doch immerhin wert. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden und verabschiede mich. Bis zum nächsten Cast. Ciao.